Ich bin Tascha und möchte euch heute einen ganz simplen Trick zeigen, den ich persönlich aber wunderschön finde. Und zwei Tricks vorzuüben empfiehlt sich. Und das ist einmal around the body, Übergabe um den Körper herum. Ganz simpler Beginner-Move. Sowie das Klappen. So. Mit dem Sprung aus der Hand arbeiten, dann macht der Reifen das hier. Wenn er oben rumkommt, haben wir die Möglichkeit durchzuspringen. Wenn er unten rumkommt, können wir genauso durchspringen. Ich mache den Trick jetzt einmal flippig und dann nehmen wir den auseinander. So, ist keine komplizierte Sache, ist ganz einfach im Prinzip, wenn man ein paar Dinge beachtet. Ich spiele around the body. Wenn auf meine rechte Körperseite rumgeht, stecke ich meine rechte Hand so rein von innen, dass ich den Reifen wieder von außen fasse. Dann habe ich ihn hier in einem festen Griff und habe die Möglichkeit, den Reifen nach oben von außen zu pushen. Und da habt ihr die Möglichkeit, wenn er oben rumkommt, einmal durchzuhüpfen. Dann steht ihr so. Oder wenn er unten lang kommt, durchzuhüpfen, dann kommt ihr so an. Ich zeige es nochmal. Arm rein, spring, spring. Arm rein, Drehung, durchspringen. Ihr könnt dann gleich machen und halt das andere spielen. Ihr könnt es egal wo einbauen. Fast jeder Trick, den man auf dem Hitband kennt, führt da rein. Ihr könnt den aus dem Helikopter in around the body hier rein. Wichtig ist, dass ihr einen langen Arm macht und dann haut ihr euch den Hub nicht an den Kopf. Weil wenn man keinen langen Arm macht, passiert das hier. Aus. Dann kommt er gegen das Gewicht. Daher, egal oder vor allem, wenn euer Hub sehr groß ist, macht den Arm wirklich lang, wenn ihr den hier um den Arm wickelt, den Reifen. Das hilft euch ungemein. Und der Schwung kommt eigentlich von ganz allein. Und das ist es eigentlich schon. Ja, dann wünsche ich euch guten Spaß damit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nur wenige Tage, glaubt mir, dann wird ihr das können. Und hoffe, dass ihr mit dem Trick genauso viel Spaß haben werdet, wie ich es habe. Bye.